Moin liebe Leute, der Leon und ich, wir zeigen euch heute mal alles rund um Sägen. Dazu ziehen wir erstmal natürlich unseren Schutz. Säge, also Brille ist klar wegen den Sägespänen. Und Gehörschutz ist auch klar, die Maschinen, die sind ein bisschen laut, so 80 bis 90 Dezibel circa. Das hier, das ist die Kreissäge, die Handkreissäge. Die ist halt eher für so Schalbretter oder Bretter gedacht. Das ist die Tischkreissäge. Die ist eigentlich genau dasselbe wie die. Nur, dass man halt die Säge platziert und man schiebt das Stück einfach durch. Weiter geht's hier mit der Stichsäge. Die sieht so aus, das ist eine kleine. Hier gibt es natürlich auch noch in größeren Formaten. Vorteil hier ist natürlich, du kannst schön in die Ecken reingehen, du kannst praktisch auch rund schneiden, eigentlich kannst du jede Form damit schneiden. Die Sägeblätter gibt es nicht nur für Holz alleine, sondern auch für Metalle oder für Kunststoffe. Das heißt, ist so ein Tool, mit dem kann man immer und zu jeder Zeit und sämtliche Werkstoffe bearbeiten. So schaut das Ganze dann aus. Im besten Fall benutzt man natürlich Schraubzwingen. Packt die sich hier dran, dann hat man auch die Hand vernünftig frei. Das ist deine Lieblingssäge, oder? Genau, das ist tatsächlich meine Lieblingssäge. Mit dem schneide ich eigentlich alles. Für mich ist das ein Akkufuchsschwanz bzw. eine Tigersäge. Aber die ist mega nice, weil man da einfach die Kettensäge so ein bisschen ersetzen kann, weil man da auch Balken schneiden kann. Wenn man so ein wirklich übelst starres Blatt hat, da kann man halt wirklich echt super gerade alles schneiden. Super schnell, zack. Also es ist wirklich ein super Tool. Dafür gibt es sämtliche Ankerblätter, klein, groß, Kunststoff, Metall, genau. Whatever, kriegst du alles. Ich bin immer ein Fan von klassischen Handwerkzeugen. Also so eine Handsäge feiere ich immer noch. Ich gucke eigentlich immer, dass ich während der Arbeitszeit auch viel noch mit Handwerkzeugen arbeite und nicht immer nur mit Maschinen. Die Säge funktioniert auf Zug. Das heißt, erst quasi, wenn du zu dir ziehst, raspelst du Holz an. Am Anfang Daumen ansetzen so ein bisschen, nicht runter, sondern einfach nur das Blatt ein bisschen angedrückt halten. Vielleicht einmal ansetzen und dann die Säge natürlich immer schön ganz durchziehen. Bisschen Tempo dabei und dann bist du auch durch. Klassisch daneben haben wir hier noch so ein schönes altes Schmuckstückchen gefunden. Die ist halt saugrob. Da ist das Ansetzen erstmal ein bisschen schwer. Genau, so jetzt haben wir den Zug. Geil ist jetzt, wir haben hier ein mega langes Sägeblatt, das Anzug ist schön gezapft und auch hin. Ich liebe einfach dieses Geräusch, ehrlich. Das ist, was ich an der Handsäge super geil finde, ist gerade bei uns im Handwerk, wir sind ja beide Dachdecker. Und wenn ich jetzt in den 10. Stock oder sowas krabbel, wo es keinen Aufzug gibt, da habe ich meistens keinen Bock für eine Latte zum Schneiden in der Reparatur. Das ganze Ding hier mit einem Akku hochzuschleppen, nehme ich einfach die in meinen Eimer mit rein und fertig. Also die wiegt halt echt nichts. Das ist halt der Vorteil. Immer schön auf die Finger aufpassen. Finger wachsen schlecht nach. Wichtig. Und dann viel Spaß beim Ausprobieren. Und schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge, das schnellste Ping-Pong-Match der Welt an. Wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und abonnieren. Sehr viel Blut und Schweiß. Blut nicht. Nur Schweiß. Blut nicht. Ja, okay.